Hallo zusammen, ich habe heute ein Rezept für euch für herzhafte Plätzchen. Die Weihnachtszeit ist gerade vorüber, sodass man wahrscheinlich süße Plätzchen nicht mehr sehen kann. Und ich habe jetzt Käseplätzchen gebacken. Die kann man ganz gut zum Abendessen naschen, vielleicht mit ein bisschen Frischkäse oder ein bisschen Antipasti. Man kann sie sicherlich auch zu Bier und Wein gut dazu essen. So sehen sie aus. Zu der Form sage ich später im Video noch etwas. Die Zutaten wie immer in der Infobox. Und jetzt viel Spaß! Für die Käseplätzchen brauchen wir 250 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 1,5 Teelöffel Salz, 100 Milliliter Sahne, 100 Gramm Butter oder Margarine und 100 Gramm geriebenen Käse. Ich habe hier Gouda genommen. Dann brauche ich für den Teig ein Ei und zum Bestreichen ein Eigelb. Und zum Bestreuen brauche ich dann entweder Schwarzkümmel, Kümmel, Sesam, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, oder Paprikapulver. Und jetzt geht es schon los. Und zwar mische ich jetzt die trockenen Zutaten. Das heißt, ich mache hier das Backpulver rein und das Salz. Und jetzt schütte ich das schon alles zusammen. Nein, vorher noch umrühren. Und dann schütte ich das in die Rührschüssel. Und genau, das habe ich vorher schon ein bisschen gemischt. Und jetzt kommt der Käse dazu, die Sahne dazu, Butter oder Margarine und das Ei. Und dann lasse ich meine Küchenmaschine arbeiten. Das heißt, ich würde mir jetzt einen Mürbeteig kneten oder kneten lassen. Wenn ihr das mit einer Küchenmaschine habt, nehmt ihr die Knethaken. Und wenn der Teig dann fertig geknetet ist, dann kommt er für eine Stunde in den Kühlschrank. Und dann geht's weiter. Die Küchenmaschine hat jetzt fertig gearbeitet. Ich finde, der Teig ist jetzt ein bisschen pappig. Ich werde ihn jetzt nochmal zumindest rundherum ein bisschen bemehlen und noch einmal zu einer Kugel formen. Einmal durchkneten und zu einer Kugel formen. Und dann verschwindet er tatsächlich erstmal für eine Stunde in den Kühlschrank. Dazu werde ich ihn jetzt in eine Dose geben. Und dann hat er erstmal Zeit, sich zu entspannen. So, nach einer Stunde melde ich mich wieder, dann ist er nämlich ausrollbereit. Der Teig hat jetzt eine Stunde im Kühlschrank verbracht und jetzt versuche ich ihn so auf ungefähr 1,5 cm Stärke auszurollen. Ich hoffe, dass er nicht hier an der Platte festklebt. So mit Ausstechplätzchen habe ich es eigentlich nicht so. Ich gucke mal, wie sich das jetzt hier so gestaltet. Laut Rezept sollen es 70 Plätzchen werden. Das kann ich mir jetzt hier bei diesem Teig gar nicht vorstellen. Naja, schauen wir mal. So, ich würde sagen, die Stärke ist erreicht. Ich lege mir das Backblech schon mal daneben. Den Backofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. Nein, das stimmt gar nicht. 180 Grad Ober- und Unterhitze wollte ich sagen. Genau, jetzt habe ich Ausstechförmchen. Damit hat es etwas Besonderes auf sich. Und zwar ist das, wie man unschwer erkennen kann, ein Kegel. Dieses Ausstechförmchen haben wir neulich von einer Kegelschwester geschenkt bekommen. Das heißt, nicht nur wir, sondern auch die anderen Mitglieder des Kegelclubs. Und jetzt werde ich das mal einweihen und diese Käsecracker machen und sie dann auch, nicht nur für uns selber natürlich, auch an die Mitglieder des Kegelvereins verschenken. Ich hoffe, dass das jetzt auch hier funktioniert. Och, das sieht ganz gut aus. Gleich aufs Blech getan und jetzt werde ich hier so weitermachen und hoffen, dass das alles so funktioniert, weil man sieht ja hier, ist im oberen Bereich recht filigran.
Man könnte natürlich auch andere Formen nehmen. Man kann jetzt auch Herzchenformen, habe ich hier auch. Oder man kann mit einem kleinen Schnapsgläschen einfach runde Formen machen oder Sternchen, je nachdem, was man gerade für Keksausstecher da hat. Ich habe mich jetzt hier für diese entschieden, weil ich gedacht habe, wenn das denn was wird, wovon ich ausgehe, dass sie dann auch schmecken, dass ich das dann auch verschenken kann an die Mitglieder unseres Kegelclubs. Das ist doch vielleicht dann auch ganz nett. Ich weiß nicht, ob von den anderen jemand dieses Ausstichförmchen schon gebraucht hat. Okay, gut. Ich werde jetzt hier mit meinem Teig weitermachen. Ich bin gespannt, wie viel ich da rausbekomme. Ja, und in der Zeit hat dann der Backofen aufgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Nicht, dass ich mich nochmal verspreche. Gut, und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich alles auf dem Backblech habe. Und dann geht's in den Backofen. Ich habe alle Plätzchen jetzt ausgestochen. Es sind tatsächlich zwei Bleche voll geworden. Das liegt natürlich daran, dass ich so relativ kleine Formen ausgestochen habe. Jetzt habe ich das doch nicht das Eigelb nur genommen, sondern ich habe tatsächlich das ganze Ei verquält, weil für die ganze Menge an Plätzchen hätte ich, glaube ich, zwei Eigelben gebraucht. Naja, ich probiere das jetzt mal aus. Ich pinsel das jetzt ein. Und dann würde ich die Plätzchen noch verzieren mit Schwarzkümmel, ein bisschen Paprika. Ich glaube, Kümmel lasse ich weg, weil das ist jetzt wirklich nicht so jedermanns Geschmack. Ich mag das wohl, aber wenn ich es verschenken will, das ist mir jetzt zu riskant. Man könnte auch noch ein bisschen grobkörniges Salz drauf machen. So, ich mache jetzt erstmal kurze Pause und mache jetzt hier mal schon die ersten mit ein bisschen Schwarzkümmel. Jetzt kommt nichts raus. Doch, so. So, das sieht doch ganz gut aus. Der Backofen ist auch schon vorgeheizt und da kommen die Plätzchen gleich rein für 12 Minuten. Oh, da hinten habe ich noch kein Ei drauf. Okay. Ja, also. So mache ich gleich weiter. Ich werde jetzt noch die restlichen Plätzchen hier mit Ei bestreichen. Und dann kommt das erste Blech schon rein. Bei Ober- und Unterhitze kann ich ja leider immer nur ein Blech reintun. Deswegen backe ich relativ ungerne mit Ober- und Unterhitze, wenn ich zumindest dann, wenn ich was auf Blechen habe, gebe das immer ganz gerne in einer Rutsche weg. Aber es wird jetzt hier wahrscheinlich so seinen Sinn und Zweck haben. Okay. Na, es ist doch noch ziemlich viel übrig. Vielleicht hätte ich doch mit einem Eigelb gelangt. Ja, gut. Ich werde mir das, glaube ich, jetzt mal hier ein bisschen auf die Hand schütten. Dann kann ich das so ein bisschen besser da drauf streuseln. Schade, dass ich keinen Sesam habe. Das wird bestimmt auch ganz gut aussehen, wenn man so helle und dunkle. Ich werde gleich doch nochmal fürs zweite Blech in die Untiefen meiner Küchenschränke gehen. Vielleicht habe ich doch noch ein bisschen Sesam. Ich hatte mal welchen. Bin nicht sicher, ob beim letzten Aufräumen der Sesam in den Müll gewandert ist, weil ich irgendwie festgestellt habe, der ist nicht mehr gut. Also, vielleicht ist er noch da. Ich schaue gleich mal. Das erste Blech muss jetzt rein. Genau. Und bei dem zweiten Blech schaue ich mal. Ein bisschen mit Paprika, ein bisschen mit Schwarzkümmel. Vielleicht finde ich auch noch Sesam. Okay, jetzt 180 Grad Ober-Unterhitze und dann für 12 Minuten. Also das ist jetzt das zweite Blech. Ich habe keinen Sesam mehr gefunden, aber ich habe mir überlegt, man könnte ja auch so ein bisschen Paprikaflocken, so Chiliflocken drauf tun. Allerdings nicht so viel. Mache ich doch besser mit der Hand, dass man das ein bisschen, nicht, dass es zu scharf wird. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen riskant. Wenn jemand das nicht so scharf mag, nee, das mache ich, glaube ich, nicht. Und mache jetzt hier einfach ein bisschen Paprika drauf.
Eben gucken, das ist klein. Genau, das geht auch. Dann habe ich ein schwarzes Blech. Und ein rötliches Blech. Auf die letzten mache ich, glaube ich, so ein bisschen Fleur de Sel. Geht auch. Eigentlich alles, was herzhaft ist und zu streuen. Man könnte jetzt auch Barbecue-Gewürz vielleicht drauf tun. Wird auch bestimmt gut schmecken. Also von dem Salz natürlich auch nicht so viel. Sonst wird es zu salzig. Der Teig ist ja auch schon gesalzen. So, gut. Wenn das erste Blech gleich fertig ist, dann kann ich das zweite Blech reinschieben. Und dann zeige ich euch hinterher, wie die Plätzchen geworden sind. Ja, also mir bleiben jetzt noch 8 Minuten, bis das erste Blech soweit ist. Und dann melde ich mich wieder. Ich habe die Plätzchen jetzt exakt nach 12 Minuten rausgenommen. Und ich finde, sie sehen sehr schön geworden. Sie sind optisch schön und ich habe auch eben schon eins probiert. Es war nicht zu lange und nicht zu kurz drin. Ich hatte so ein paar Reste, hatte ich noch etwas dicker ausgerollt und habe da Herzchen ausgestochen. Also das sieht man schon, das ist zu dick. Und ich hatte es auch zusätzlich zu dem Blech noch unten drunter geschoben. Also das hat zu wenig gekriegt. Aber diese dünnen Plätzchen sind jetzt nach 12 Minuten wirklich gut. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachbacken.